Willkommen zurück bei Sunhaven und da kommt auch schon Krust. Eigentlich müsste er langsam durch sein, oder? Gehen wir mal gerade gucken und dann müssen wir hier dringend bewässern, wie wir das gestern nicht getan haben. Ich musste ein bisschen an den Soundeinstellungen rumfummeln. Ich hoffe, dass alles jetzt vernünftig aufgenommen wird, weil meine Vertonung von sowas wie Krusty ist zum Beispiel nicht so richtig mitgekommen. Ja, das kennen wir ja alles schon. Nichts passiert. Okay. Würdest du bitte meine Farm verlassen? Das Monster sieht nicht so aus, als würde es bald irgendwo hingehen. Ich sollte lieber schnell handeln, bevor es meine Farm weiter kaputt macht. Moment, das haben wir alles schon getan. Die beiden sind auch nicht da. Haben wir einen Bug? Oder kommen die noch? Ich kümmere mich mal eben um die Pflanzen. Moment, bevor wir das tun, backen wir uns mal eben unser Adamant durch. Sehr schön. Den lassen wir aber später. Erstmal Adamant, damit wir unsere Spitzhacke zusammenzimmern können. Wir haben auch einen neuen Fisch. Das ist merkwürdig. Hätten wir gestern noch zu Krusty gehen müssen, weil die beiden potenziell hätten fertig werden müssen. Kann das sein? Ist das das Problem? Das wäre ärgerlich. Aber wir können nicht mehr draufhauen. Reden bringt nichts. Damit sind alle meine Optionen erschöpft. Draufhauen und reden. Mehr geht nicht. Auch in genau der Reihenfolge. Geht gleich nochmal mit ihm. Vielleicht gibt es ja noch irgendeine Option, die wir sagen können. Ich möchte nur nicht jetzt schon zu Anfang der Aufnahme meine Stimme so kaputt machen mit ihm. Das wäre doof. Dann bin ich in ein, zwei Folgen wieder unfähig weiterzusprechen. Vielleicht haben ja Nathaniel oder Lynn tatsächlich was dazu zu sagen. Oder vielleicht kommen sie noch und müssen noch einmal draufhauen. Also, dass da gerade kam, bla bla bla, startet zwei Quests. Das war merkwürdig, weil das ist eigentlich der Dialog, der halt am Anfang kommt. Da ist leer. Die Bohnen müssten auch bald fertig werden. Ist das morgen oder übermorgen? Morgen werden die Bohnen fertig, dann können wir die Quest endlich abgeben. So. Hier sind wir gleich durch. Da ist leer. Und dann können wir ja wieder alles voll machen. Oder wir lassen es auslaufen und räumen hier mal auf. Auf der anderen Seite wäre es auch vielleicht mal an der Zeit, in die nächste Stadt aufzubrechen. Jetzt, wo wir Werkzeug haben. Mal gucken. Erstmal würde ich das mit Krusty gerne klären. So, den einen haben wir dann noch und dann ist endlich. Ich gehe eben nochmal gucken, ob er uns noch irgendwas anderes sagt. Ja. Das Monster sieht nicht so aus, als würde es irgendwo hingehen. Ich sollte hier aber schnell handeln, bevor es... Ja, aber... Schild lesen. Diese Worte bedeuten in etwa, bleibt weg, ihr Nicht-Rocks. Rar. Wenn er nicht besiegt wird, verlässt Krusty deine Farm am 20. Das heißt, übermorgen. Aber wir haben ihn ja quasi schon besiegt. Oder können wir jetzt draufhauen, nachdem wir mit ihm geredet haben? Nein, können wir nicht. Die Sachen, die er fallen gelassen hat, sind auch alle weg.
ich fürchte, wir haben einen Bug. Was sagt denn dieser Brief? Hallo Le Flay. Ein Apfel am Tag hält zwar den Arzt nicht fern, aber ab und zu eine Leckerei hat auch noch nie geschadet. Achten Sie auf sich selbst und scheuen Sie sich nicht, im Krankenhaus oder bei mir zu Hause vorbeizuschauen, um sich untersuchen zu lassen. Ich soll zu dir nach Hause kommen und du untersuchst mich dann, ja? Ja, das ist ja gar nicht creepy. Ich möchte sicherstellen, dass jeder in Sunhaven gut versorgt ist, besonders wenn Sie hart in der Sonne arbeiten. Kommen Sie also jederzeit vorbei. Ein mit Honig glasierter Apfel gibt 40 Mana zurück. Das ist ziemlich krass. Hallo Le Flay, ich wollte vorbeikommen, um zu sehen, wie du dich eingelegt hast, aber ich habe gesehen, dass du mit einem echten Feuer in deinen Augen bei der Arbeit warst. Stattdessen schreibe ich dir diesen Brief, um deine harte Arbeit zu loben. Als Dankeschön für ihre fleißige Arbeit habe ich ein Geschenk in Form von Greenroot-Samen beigelegt. Es könnte auch einer meiner Lieblingssamen sein. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie ihn teilen möchten. Mhm. Alles klar, Lucia. 3 Greenroot-Samen. Lucia möchte, dass wir unseren Samen mit ihr teilen. Das nimmt hier alles ganz merkwürdige Ausmaße an. Eine Blaukiefer, beziehungsweise 2. Ich war schon wieder beim nächsten, nämlich die 3 Greenroots, die wir mal eben einpflanzen können. Aber das ist auch schon mal ein Hinweis, was wir Lucia schenken können. Damit sie uns noch mehr mag. Wollen wir das überhaupt nach der Ankündigung gerade? Mal eben gucken, wenn Lynn jetzt in der Schmiede ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Lynn ist in der Schmiede, hat aber eine Quest. Wir gehen da gleich mal hin. Wir flitzen mal eben hier oben beim Board vorbei und kaufen das übliche Headache Cure. Ein Wasserkristall. Wasserkristall sollten wir haben für Pinto. Dress to impress. 2 Adamanten. Nee, vergiss es. Adamant, nein. Aber dann schauen wir mal eben, was im Angebot ist. Weizen. Und zwar ganze 8 Links. Und Greenroot. Und zwar ganze 8 Links. Ja, dann nehmen wir doch mal alle 16 Links mit. Und haben wir Wasserkristall dabei? Haben wir. Dann können wir gleich auch eben bei Pinto vorbei. Der sollte ja an der Baracke stehen. Dann gehen wir eben zur Baracke. Da müsste ja auch Nathaniel sein. Theoretisch. Das mit Krusty ist merkwürdig. Lässt mir keine Ruhe. So, aber dann haben wir schon mal das eine, nämlich Pinto. Wir hätten Weintrauben mitnehmen sollen. Oh, danke, Le Flay. Das habe ich wirklich gebraucht. Mein Kopf bringt mich um. Hier, nimm das als Dankeschön. Kein Problem. Kampferkundung, wir nehmen mal Kampf. Kaserne. Nathaniel, was hast du zu deiner Verteidigung? Du bist gar nicht da. Was glitzert denn da? Lies. Soldiers Diet Weekly. Die Hot-Empfehlungen dieser Woche sind Pot Pie und Mashed Potatoes. Essen, das wirklich Fleisch auf die wachsenden Soldatenknochen bringt. Es scheint einen Artikel von jemandem namens The Savvy Swordsman zu geben. Sie haben die Schwerter von den schlechtesten zu den besten geordnet. Kupferschwert, Eisenschwert, Adamantschwert, Mithrilschwert, Sunitenschwert. Das Magazin ist aufgeschlagen und zeigt eine Seite voller Helme. Da ist eine gekritzelte Notiz. Ich will Steak, ein Drachensteak. Gut, das sind wahrscheinlich Nathaniels Wünsche, würde ich mal vermuten. Wo ist er denn? Sie sind offenbar nicht auf unserer Farm. Lynn wird hier angezeigt. Peters Köder. Liam hat eine Aufgabe. Emmas Verschüttung. Also nicht unbedingt Liam, aber in der Bibliothek halt. Ich bin verwirrt. Hauptsächlich durch Krusty. Gehen wir... Da steht er. Da steht er einfach rum und hat nichts zu tun.
Glückloser Tag. Irgendein flüchtiger Fisch hat meine Schnur zerrissen und ist mit meinem Glücksbringer abgehauen. Ich habe ihn mit der Hand gemacht und alles. Und wo hast du den verloren? Ein Fisch hat ihn genommen. Es muss eine echte Trophäe gewesen sein, die mir die Leine zerrissen hat. Wahrscheinlich wurde der Köder irgendwo an den Strand gespült. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Brauchst du Hilfe? Ich kann dich unmöglich um Hilfe bitten. Ich bin mir sicher, dass du mit deiner Farm bereits genug zu tun hast. Ja, danke, das ist richtig. Ach was, ich werde sofort suchen nach deinem Glücksbringer. Nun, wenn du darauf bestehst, ich werde sicherstellen, dass es sich für dich lohnt, wenn du ihn mir zurückbringst. Den finden wir schon an irgendeinem Strand. Wird er schon sein? Was haben wir für einen Bonus? Gut ausgeruht. 20% mehr Schaden an Felsen. Wir sollten aufräumen. Habe aber gerade irgendwie andere Dinge zu tun. Eigentlich brauchen wir nicht mehr zu Lucia, da sich das ja irgendwie erledigt hat und Nathaniel auch einfach rumrennt. Wird Krusty gerade einfach verbuggt sein? Das ist schade. Dann müssen wir es halt nächstes Jahr nochmal machen. Solon hat eine Quest. Lynn, was falsch bei dir? Oh, hallo, du bist es wieder. Es ist gut, ein Gesicht zu sehen, das ich wiedererkenne. Besonders nach dem, was im Zug passiert ist. Aber warum klopfst du nicht mehr auf Krusty rum? Was tust du hier? Ich bin ein Hufschmied. Oder besser gesagt, Schmiedelehrling. Solon unterrichtet mich, aber ich habe gerade erst mit dem Training begonnen. Ich hoffe, eines Tages so gut zu sein wie er. Schmiedekunst? Das hätte ich nicht gleich gedacht. Bin mir sicher, du wirst auch eines Tages ein Meister werden. Erstmal Honig ums Maul schmieren ist immer gut. Oh, nun, danke schön. Es tut mir leid. Komplimente überraschen mich immer. Sie sind sehr nett. Wissen Sie, jetzt sind wir wieder beim Sie. Aber was sagst du, woher du kommst? Aus Dorf, oder wie war das? Ich komme aus einem kleinen Dorf im Osten und muss mich erst noch an das Leben in einer großen Stadt wie dieser gewöhnen. Es ist eine Menge zu verkraften. So groß ist Sunhaven gar nicht. Wenn du glaubst, dass dies eine große Stadt ist, hast du wirklich keine Ahnung. Ja, passe mich auch an. Du wirst dich schnell daran gewöhnen. Ja, komm, das ist, glaube ich, ja, das lässt die Herzen wieder steigen. Sehr gut. Das wusste ich nicht. Danke. Im Moment gehe ich es langsam an und versuche, jeden Tag einen neuen Teil von Sunhaven zu erkunden. Ciao. Ich habe noch nichts, was ich dir schenken kann. Was willst du? Oh, Leflay, bist du auf dem Weg zum Steinbruch? Nein. Ich arbeite an einem großen Auftrag und könnte deine Hilfe gebrauchen. Was brauchst du denn? Ich habe nicht genug Kohle, um diesen Rüstungsauftrag abzuschließen. Ich brauche Nachschub. Aber ich muss auch bleiben und die Schmiede am Brennen halten. Und wie viel brauchst du? 10 Kohle brauchst du. So schnell wie möglich am besten. Ja, kannst du sicherlich haben. Aber da ist kein Timer drauf. Das kriegst du vielleicht irgendwann mal. Im Moment haben wir noch genug anderes zu tun. Wie zum Beispiel die Weintrauben mal in die Kneipe zu bringen. Taverne. Und die Quest ein bisschen voranzutreiben. Machen wir das erstmal. Weintrauben haben wir ja schon geerntet. Da ist die Quest da oben nicht so ganz richtig von der Formulierung her. Die müssen wir ja nur mitnehmen. Die da zum Beispiel. Trauben zu Edwin bringen. Auf geht's. Hätten wir auch direkt mitnehmen können. Aber nein, irgendwas ist ja immer. So, ich gucke gerade böse und grün. Hat noch einen Timer. Die anderen alle nicht. Bei den anderen können wir uns Zeit lassen. Aber die Bohnen werden ja morgen fertig. Das heißt, wir haben auch schon einen Plan, was wir morgen tun können. Wenigstens ein bisschen. So, diesmal vielleicht nicht in die Büsche, sondern direkt in die Taverne. Edwin. Sequenz. Hm? Du schon wieder, Farmer? Ich war vorhin etwas vage, als ich sagte, du sollst diese Trauben anbauen. Ich weiß, dass du sie nicht wirklich anbauen kannst. Ich war nur... Was? Du hast sie wirklich gezüchtet? Ich...
Schätze, ich habe mich geirrt. Scheinst, dass du wirklich das bist, was die Gerüchte in der Taverne sagen. Nun, ein Deal ist ein Deal. Damit ist meine Rechnung beglichen, jetzt schulde ich dir wohl was. Aber die Wahrheit ist, Farmer, das Gesicht, das bedeutet gar nichts. Es ist nur ein einfaches Elfengesicht. Und wie soll mir das jetzt helfen? Nur es war nicht ganz umsonst, Farmer. Ich weiß, dass in Helvarien die alten Bräuche der Elfen die Verbindung zur Natur sehr schätzen. Nur die, die das verstehen, werden jemals in ihre Stadt betreten können. Wenn irgendwas beweist, dass du diese Verbindung zur Natur hast, dann ist es definitiv kein gutes Nachtgesicht. Es ist deine Fähigkeit, Trauben wie diese anzubauen. Ja, ich wette, sie würden dich reinlassen, keinen Zweifel. Schön, das zu hören. Ah, siehst du? Kopf hoch, Farmer, hast du gut gemacht. Jetzt solltest du weiterziehen und die alte verlorene Stadt der Nevari-Elfen finden. Was mich betrifft, ich glaube, ich öffne einen neuen Tab. Danke, denke ich. So, Gold, Mana, Kugeln, Bergbau oder Angeln. Wir nehmen Angeln, weil wir nie angeln. Und wir wissen jetzt, dass wir uns einfach, wenn wir Spaß und Freude haben, auf den Weg Richtung Nelvari machen können. Beziehungsweise wir sollen erstmal mit Lucia reden. Dann können wir das tun. Du bist ja bestimmt hier im Ratshaus. Frühstück dürfte ja eigentlich vorbei sein bei knapp 16 Uhr. Yes. Haben wir sie. Hallo LeFlay, schön, dass wir uns getroffen haben. Ich wollte dich fragen, wie deine Mana-Infusion gelaufen ist. Hattest du Erfolg? Getroffen haben ist jetzt schwierig. Ich komme dich hier extra besuchen und du sagst, du warst das. Ja, wirklich? Es freut mich, das zu hören. Ist dein nächster Schritt dann die Suche nach Nelvari? Sehr gut. Ich bin froh, dass ich dich noch erwischt habe, bevor du gegangen bist. Ich bin zu dir gekommen. Und LeFlay, wenn es dir nicht zu viel Mühe macht, würdest du mich bitte in der Kaserne treffen, bevor du nach Nelvari aufbrichst? Nathaniel und ich würden dich gerne vor deiner Reise verabschieden. Natürlich. Wir sehen uns da. Können wir das direkt machen oder müssen wir auf morgen warten? Also, oben steht, geh da einfach hin. Dann können wir da auch vielleicht einfach hingehen und müssen nicht bis morgen warten, können morgen einfach losstiefeln. Gucken wir mal, ob sie sich hergebeamt hat. Offenbar doch. Ich wollte gerade sagen, offenbar nicht, aber doch. Ah, LeFlay, ihr seid hier. Danke, dass du gekommen bist. Ihr und du. Das ist so super alles hier. Hallo LeFlay, ich bin auch froh, dass du gekommen bist. Du sollst auf meiner Farm das Viech verprügeln. Was tust du hier? Was wolltest du, Lucia? Ich möchte nicht zu viel von deiner Zeit in Anspruch nehmen, LeFlay. Ich wollte dich nur loben, bevor du losziehst, um Nelvari zu finden. Ihr habt bereits viel für Sunhaven getan und ich weiß, dass ihr in Zukunft noch mehr tun werdet. Als Zeichen des Dankes, nehmt bitte dieses Zeichen im Namen von Sunhaven an. 10 Mana und einmal Siegel von Sunhaven. Ich habe dieses Siegel mit einer Verzauberung versehen, die euch bei euren Bemühungen um Mana-Infusion helfen wird. Seid nicht so schüchtern, ihr habt es verdient. Ihr scheint viel für die Sicherheit von Sunhaven zu tun, LeFlay. Ihr habt den Dank von mir und allen anderen, die heute hier in der Kaserne sind und auch außerhalb der Kaserne. Also mehr als nur ich und Lucia. Und weil ich nicht wusste, dass wir Geschenke verteilen würden, lass mich mal sehen. Nathaniel, ich denke, du musst nicht... Ah, hier sind sie. Bitte nehmt diese Soldatenstiefel im Namen der Sunhaven Guard entgegen. Sie sind perfekt für lange Märsche. Schneller kommt man nirgendwo hin.
Fly, ihr tut etwas, was in der Geschichte von Sunhaven noch niemand zuvor getan hat. Denkt nur daran, sicher zu bleiben und vorsichtig zu sein. Die Wälder des Westens sind nicht gut kartografiert und niemand kann mit Sicherheit sagen, was auf euch zukommen könnte. Einige meiner Männer haben die westlichen Wälder auskundschaftet. Sie haben mir erzählt, dass die Bäume eine seltsame leuchtende Farbe annehmen und dass sie eine seltsame Präsenz im Wind spüren. Das klingt für mich ein wenig unheimlich, also bewahrt einen kühlen Kopf bei der Suche nach diesen Elfen. Ja, vielen Dank auch. Ich will dich nicht länger aufhalten, vielleicht ihr habt zweifellos einen sehr langen Weg vor euch. Ich habe alles gesagt, was ich sagen musste. Viel Glück da draußen, Nevlay. Ich mache mich auf die Suche nach Nelvari. So, die beiden sind weg, sehr gut. Wir wissen ja schon, was da auf uns zukommt. Aber heute natürlich nicht mehr. Wir haben schon fast 17 Uhr. Eigentlich könnten wir nochmal ein bisschen mehr an Saatgut holen gerade. Wir haben ja auch noch Trauben anzupflanzen. Trauben werden in einem Tag fertig. Das ist eigentlich sehr gut. Kostet halt Mana. Lass doch noch ein paar Trauben mitnehmen. Fürs schnelle Geld. Nehmen wir 20 mit, ehrlich gesagt. Weintrauben kosten 60, bringen 75. Jetzt habe ich 5 gekauft, wollte eigentlich 20. Egal, da machen wir so 20. Kostet ja dasselbe. Ist halt jetzt nur 4-mal klicken gewesen statt einmal. So eine Zeitverschwendung aber auch. Ist es tatsächlich, da die Zeit im Laden ja einfach weiterläuft und nicht pausiert wird wie in anderen Dialogen. Was sehr merkwürdig ist. Na gut, Platz haben wir auf jeden Fall genug. Dann prügeln wir wenigstens das Feld mal frei, auch wenn Krusty uns hier natürlich jetzt die nächsten 2 Tage nochmal alles voll machen wird. Und wir dann gesagt bekommen, ja, du hast es leider nicht geschafft, obwohl wir ihn eigentlich erfolgreich haben besiegen lassen. Und wir fangen mit den Trauben an, weil die Mana brauchen. Und sich das Mana dann in der Zeit schon mal regenerieren kann. So, waren das alle? Das müsste es eigentlich gewesen sein. Dann können wir ja weiter klopfen. So. Dann haben wir zumindest morgen wieder ein bisschen was wir verkaufen können. Wir müssen aber den Rucksack auch nochmal leer machen. Der ist ziemlich voll gerade. Wir haben auch noch Trauben in der Truhe. Zehn Stück. Man kann leider nicht direkt von der Truhe unten in den Gürtel. Das ist schade. Aber hey, was soll man machen? Jo, wie viel haben wir? 3 haben wir noch. 3 damit. Jo, dann ist unser Mana auch erstmal leer. Geht das mit dem Gießen jetzt wieder los? Ach ja, es wäre gerade sehr dumm zu dashen, weil wir das Mana gerade für was anderes brauchen. Natürlich. Ich fürchte, da müssen wir gleich noch mal was trinken. Oder essen oder sowas. Wir haben ja einen frischen Apfel bekommen. Für 40 Mana. Das wäre doch vielleicht eine Option. Das macht auch direkt einen Platz im Inventar wieder leer. Und wir können direkt 8 von den Dingern infundieren. Wo ist denn der Apfel? Das können wir eigentlich direkt erstmal anziehen hier. Wir haben ja noch nichts. So, und ja, Apfel. Honigglasierter Apfel. Rein damit. So, und das war es dann jetzt auch schon wieder mit Mana. Das hält nicht so lange vor. So. Den können wir noch, dann sind es glaube ich nur noch die 6 da vorne. Da kommen wir dann gleich zu. Wir haben schon wieder 20 Uhr und ich habe noch nicht alles eingepflanzt.
Wir haben noch 16 Saatgutbeutel in die Erde zu rammen. Aber jetzt noch 6. Na komm. Der da noch. Dann haben wir hier die beiden. Da noch, da wo eingepflanzt ist, können halt keine Steine spawnen. Das ist ja eigentlich ganz gut sogar. So, und dann haben wir noch den Weizen, den wir frisch gekauft haben. Und hier noch die 5. Jo, haben wir den Weizen erledigt und dann haben wir kein Wasser mehr. Green Roots. So, wie sieht das da oben mit dem Mana aus? Wir können 3 und dann fehlen uns noch 3. Okay, was sagen denn die Adamantbarren? Reicht es schon für... Nein, es reicht noch nicht für die Spitzhacke. Es fehlt noch einer. Oder hatten wir noch einen? Nein, es fehlt noch einer für die Spitzhacke. Dann müssen wir so lange noch warten. Und prügeln hier mal gerade die Steine kaputt. Wir brauchen noch 15 Mana, also jetzt noch 8. Wir haben 7, wir brauchen noch 8. Ja, die Boulder wegmachen macht eigentlich gerade keinen Sinn, weil er wird halt sowieso morgen wieder spucken. Das ja, es hätte alles erledigt sein können, aber Spiel so. Weißt du, was jetzt richtig cool wäre? So ein richtig schöner Bug, wo die Quest einfach nicht weitergeht. Doof. Aber hey, was soll ich sagen? Er lässt ja immerhin zwischendurch auch Gold fallen. Das ist sehr gut. Da kann man dann irgendwann Sprinkler draus machen, wenn man sich dann mal dazu aufwacht. So, wir sind bei 16, 17 Mana. Das reicht. Dann können wir gleich unsere letzten Weintrauben da oben infundieren. Da wollte ich nicht dran. Haben wir jetzt alle, ja? Will nichts mehr infundiert werden. Sehr gut. Ach was. Hat's geklappt? Stufe 24 Bergbau. Hallo, du scheinst sehr glücklich zu sein. Wow, hast du die Explosion gesehen? Das Monster sieht jetzt merkwürdigerweise viel glücklicher aus. Zumindest scheint es keine große Bedrohung mehr darzustellen. Oh je, ich schätze, das arme Ding brauchte nur etwas Hilfe, um sich zu säubern. Haben wir es geschafft? Ende gut, alles gut. Ich werde zurück in die Kaserne traben und einen Bericht darüber verfassen. Tolle Arbeit von euch beiden. Die Art und Weise, wie ihr eure Spitzhacken eingesetzt habt, ist eine Inspiration für uns alle. Vielleicht könntet ihr mit mir zurück in die Kaserne kommen und meine Soldaten ein paar Übungen mit der Spitzhacke geben. Mit vereinten Kräften wären wir eine gute Bergbautruppe. Danke für das Kompliment, aber ich denke, ich werde mich jetzt eine Weile hinlegen. Vielleicht ist etwas Ruhe angesagt. Tolle Arbeit, Leute. Danke euch beiden, ihr habt euch eine Pause verdient. Na, da bin ich ja beruhigt, dass das Ding jetzt abhaut. Das wütende Untier, das jetzt zufrieden ist, verlässt deinen Hof. Es zieht in die Welt hinaus, um sein Leben zu leben und seinen steinigen, ganz und gar steinbezogenen Träumen zu folgen. Okay, da bin ich beruhigt, dass das Viech doch noch erledigt ist. Sehr schön. So, jetzt haben wir auch genug Adamant für Spitzhacke. Wenn wir es dann finden. Adamant-Spitzhacke. Kriegen wir das Zeug eben noch eingesammelt, bevor wir ins Bett gehen? Kriegen wir.
Und ein neues Minipad natürlich. Ein Kieselstein. Kieselstein, da. So. Ist er weg. Ich bin beruhigt. Wirklich. Gut, dann würde ich sagen, ab ins Bett. Möchtest du schlafen? Naja, ich muss ja. Wir hätten auch noch irgendwas machen können. Also eine halbe Stunde hätten wir noch Zeit gehabt. Aber trotzdem, die Folge ist lang genug. Ja. Ah, okay. Wir haben 600 Erfahrungspunkte verdient. Das passt sogar ungefähr. Und wir haben 687 Gold durch Nebenverdienste verdient.